Die ersten von euch haben sich schon beschwert, warum es keine LED der Woche mehr gibt. Und euch soll geholfen werden. Und zwar hat Simon mir eine geschickt. Und ich denke mal, da sieht man auf den ersten Blick, was soll da schon kaputt sein, ne? Bis auf die schwarzen Stellen hier. Also er sagt, dass da bloß noch jetzt ein Quadrant leuchtet. Naja, schauen wir doch mal. Jetzt kommt wieder meine übliche Warnung. Das, was ich hier mache, ich betreibe das jetzt hier am Trenntrafo und mit dieser qualitativ guten Leitung. Und ihr solltet das nicht machen, weil Netzspannung ist auch am Trenntrafo durchaus lebensgefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut. Und leider sehe ich an einigen Kommentaren, dass einige von euch nicht wirklich wissen, was sie tun. Ich weiß es auch nicht, aber ich passe halt auf. So. Dann stecken wir mal ein und schalten ein. Hui, dies ist hell. Und ganz kurz habe ich den hier noch flimmern gesehen. Boah, ist das hell. Bevor wir weitermachen, mache ich eine Flimmermessung, weil ich habe schon so eine Vermutung. Und einige regelmäßige Zuschauer des Kanals werden wahrscheinlich auch schon eine Vermutung haben. Falls euch dieses Bauteil hier interessiert, das ist überhaupt nichts Besonderes, dann sucht sie mal auf meiner Homepage nach Flimmern. So. Also, was das hier macht, ist den Lichtoutput zu messen. Und dann gucken wir, ob der synchron mit der Netzfrequenz läuft. Könnte ja sein. So. So, wir haben jetzt zwei Cursor und einen Abstand von 9,9 Millisekunden oder 100 Hertz. Ja, ihr seht es im Video natürlich schon, dass es flimmert dann. Damit ist es eigentlich schon klar, wie das Ding betrieben wird. Wir sind eigentlich fertig, ne? Die regelmäßigen Zuschauer, jetzt schleime ich mich, glaube ich, in der falschen Richtung bei euch schon wieder raus, für die ist der Kurs jetzt gespitzt. Bringen wir den Spaß hier auf, ohne ihn zu zerstören. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer für non-invasive Methoden bin. Vielleicht habt ihr jetzt gar gesehen, wie ich den Stecker nochmal rausgezogen habe. Ja, man stirbt nur einmal, ne? Die alte Elektrikerregel ist ja, dass man immer nur mit einer Hand misst und am besten den Stecker des zu testenden Geräts in der Hosentasche hat. Ja, wenn es da bei euch in der Hose eng wird, ist das jetzt ein anderes Problem. Das ist übrigens ein 100 Watt Strahler. Also da geht schon was, wenn er gehen wird. Was ich jetzt vermute ist, dass der auch wärmeableittechnisch nicht besonders gut ist. Aber er geht schön auseinander. Da kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Oh, da sind Breckerli drin. Breckerli? Warum sind da Breckerli? Very interesting. Gut, verliersichere Schrauben wäre jetzt hier zu viel erwartet, weil wer wird das denn schon auseinandernehmen? Dichtung, aber Breckerle. Was hier gerne passiert, ist, dass die Dinger überhitzt sind und dann am Bonddraht sich anfängt zu lösen und dann gibt es einen Lichtbogen. Das ist oft der Fall bei solchen Dingern. Was mir jetzt immer noch nicht ganz klar ist, ist, wo diese Breckerle herkommen. Wir schrauben mal ein bisschen weiter auf. Ha? Also hier scheinen sie schon mal irgendeine Pumpe für die Wärmeleitfähigkeit reingemacht zu haben. Von dem Ding hier würde ich mir als Vorschaltgerät nicht so viel erwarten. Ich denke mal, dass hier maximal Überspannungsschutz drin ist, weil LEDs sind ja relativ pingelig, wenn es darum geht, dass sie Spannungsspitzen abkriegen. Das wäre dann relativ gut, weil hier ist nämlich sonst, da schreibt sich erstmal nichts. Eieiei. Boah, das ist ein Gemurks hier. Aber dazu kommen wir gleich. Habe ich schon gesagt, dass auch Kondensatoren in solchen Schaltungen eine Weile lang Ladung halten können, die euch dann ein bisschen schocken könnte. Ui, da haben sie sich sogar Arbeit gemacht. Also da bin ich jetzt schon wieder fast beeindruckt. Bevor wir uns aber weiter mit der Platine hier beschäftigen, habe ich noch was ganz anderes. Und zwar in der Werbepause. Und zwar wird dieses Video wieder von PCBWay unterstützt. Ihr wisst ja, dass man bei PCBWay Platinen machen lassen kann und bestücken kann.
Und da seht ihr jetzt gerade eine Platine. Das ist von einem Projekt, das ist schon ein bisschen angestaubt. Das habe ich schon länger angeteasert. Wir werden dann irgendwann in den nächsten Monaten mal drüber sprechen. Jedenfalls wurde die Platine von PCB bei uns zur Verfügung gestellt. Viele Grüße an Stefan, der die Platine entwickelt hat. Vielen Dank an PCBWay und schaut einmal unten auf den Link in der Videobeschreibung und schaut bei PCBWay vorbei. Lasst euch ein Angebot für eine Platine eurer Wahl machen. Und jetzt machen wir im Video weiter. Also was wir jetzt hier sehen, sind mehrere Varistoren hier. Hier ist ein Brückengleichrichter. Hier ist eine Eingangssicherung. Das sind zwei Spulen. Das dürfte sein gegen Gegentaktstörungen. Auch wenn sie aussehen wie Widerstände. Wobei, es könnten sogar Widerstände sein. Steht das drauf? Also hier steht MOF. MOF. R. Oh, das sind keine Spulen. Hier steht R5. Also, dann haben sie sich da zwei Widerstände gegönnt. Das könnte jetzt sein, um die Filterwirkung zu verbessern. Weil eben diese beiden MOFs, die hier, die gehen auf PE, also Überspannung von hier gegenüber PE. Ja, gut, kann man auch so machen. Wie gesagt, hier eine Sicherung. Dann geht es weiter. Dann haben wir noch hier einen Entstörkondensator. Dann nochmal ein MOF. Dann einen Brückengleichrichter. Und am Ende nochmal einen Störkondensator. Und nochmal ein MOF. Also schon luxuriös. So, und wenn ihr euch jetzt hier im Licht diese LED-Felder anschaut, dann seht ihr, dass das Inselchen sind. Und Cluster. Und jetzt werde ich mir mal die Mühe machen und die abmalen, also verbinden. Und da gucken wir mal, wie die eigentlich verschaltet sind. So, jetzt wird es interessant. Und zwar, das ist ein BP5136 als Chip. Was der macht, das sieht man jetzt hier, der versucht einen konstanten Strom durch LED-Kreise zu ziehen. Und, also zu treiben. Wenn man sich anschaut, wie die verschaltet sind, dann sieht man hier, ich habe es jetzt nur ausschnittsweise gemacht, hier, dass die mehr oder weniger hier in Serie sind und dann immer wieder Abzweige haben. Ich habe jetzt hier nicht alle drin, aber die haben Abzweige. Also man kennt grob vier Segmente, 1, 2, 3, 4, Xuffer, nein, wie auch immer. Und man kennt hier beispielsweise dieser BP5136 und ja, die Symmetrie der Anordnung lässt darauf schließen, ja, das sind immer die gleichen, die und die, die und die, die und die, die und die. Und dann habe ich im Datasheet nochmal geguckt und es hat mich irritiert, weil da steht jetzt nichts davon, dass man jetzt die kaskadiert. Ne? Und ja, aber wenn man dann genau guckt, sprich Mist, dann merkt man, dass hier nämlich, so, das sind die Ausgänge 5, 6 und 7 und 8 ist offen. Was heißt? Zwischen zwei Chips sind die drei Ausgänge parallel. Also ich nehme mal an, dass die das machen, um doppelten Strom zu treiben durch eine dieser Ketten. Dann würde das so aussehen, dass er mehr Lichtsegmente anschaltet, wenn ich es richtig verstehe, je höher die Netzspannung ist. Je höher der Sinus ist, desto mehr LEDs macht er an. Und da er nur drei Stufen besetzt, macht er das in drei Stufen. Und das jeweils hier doppelt, weil vielleicht sind das auch Doppel-LEDs, weiß ich gerade nicht, hier und hier genauso. Und einer von denen hat nur noch funktioniert und die anderen sind ja durchgebrannt. Versuchen wir das nochmal rauszukriegen. Haben wir irgendwie die LEDs zum Leuchten kriegen. Also ich hoffe, man sieht das. Also hier diese Oberflächenbeschichtung, die ist ziemlich im Eimer und meine Finger sind dreckig, ich weiß ja. Kann nicht ja sein, dass das Zeug warm geworden ist, gell? So, mal gucken, ob der Diodentest reicht, die Leuchtdiode zum Leuchten zu bringen. Das ist immer so eine Geschichte. Manche Messgeräte können es, manche nicht. Vielleicht ist die Diode auch kaputt, ist ein bisschen fitzelig. Es ist schwierig, durch diesen Lack hier durchzukommen. Man sollte natürlich den auf Diodentest stellen, gell? Okay, das scheint nicht zu funktionieren. So, mal gucken. 6 Volt, 10 mA, was passiert? Nothing. Sehen wollt. Ah, geht doch. Sagen wir einfach mal, es wären 8 Volt, ne? Ich bilde mir auch schon ein, dass die Helligkeit unterschiedlich aussieht. Ja gut, die wird natürlich nicht gehen. Aber im Prinzip sind diese LED-Streifen eher in Ordnung als kaputt, ne? Okay, Experiment. Ich brücke den hier mal und auch den hier, das Kerlchen hier. Und dann gucken wir,
ob wir vielleicht die Segmente hier wieder zum Laufen kriegen. Was ich jetzt da gemacht habe, ist, ich habe einfach mit dem Skalpell die LED oben weggekratzt und dann ein Lötbobbel drüber gemacht über den anderen Bereich. Das war fast einfacher als das Ding jetzt rausklipsen, um da vielleicht noch eine Leiterbahn kaputt zu machen. Habe ich schon gesagt, dass ihr das nicht machen dürft. Und damit wir uns jetzt nicht missverstehen, das ist jetzt nicht dazu gedacht, dieses Teil wieder in Betrieb zu nehmen, also dauerhaft, sondern das ist jetzt ein Experiment. Weil er ändert natürlich, dadurch, dass er die LEDs wegnimmt, die Spannung. Zwar nur um die Größe einer LED, und man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja gut, das Ding ist ja kaputt, also dann geht es halt vielleicht ein bisschen schneller kaputt, was soll's, also ich probiere das, das ist euer Privatrisiko. Insgesamt ändert ihr die technischen Eigenschaften des Geräts und damit seid ihr, naja, außerhalb von jedem juristisch sinnvollen Bereich. Macht, was ihr wollt, aber sagt nachher nicht, ich hätte es euch gesagt. So, also, zumindest diese zwei Brücken haben schon mal funktioniert. Mal gucken, dass wir die Lötbämbel loswerden. Und jetzt kommt das, was man eigentlich auf keinen Fall tun sollte. Wir werden den ganzen Spaß einschalten und gucken, was passiert. Sind wir wieder bei dem Punkt mit Gammablitz und so weiter. Und naja, ich warne euch jetzt nicht nochmal, das ist langweilig noch. Was ich jetzt erwarte, ist, dass zwei Segmente mehr leuchten als vorher. Und los. Ui. Leistungsaufnahme 130 Watt. Habe ja gesagt, dass das hell ist, wird sau. Das heißt aber, im oberen Bereich ist hier noch irgendwo ein Fehler. Da ist, oh, ich sehe weiße Punkte. Da ist jetzt ein Problem. Ich nehme an, da ist eine LED mit einem schwarzen Punkt. Ja, das war einfach. Das heißt, Stecker wieder draußen, noch schwind die mit dem schwarzen Punkt rausmachen. Skalpell. Nicht so verwenden. Ich bin Brillenträger, auf jeden Fall bei solchen Sachen. Absplitternde Skalpellteile können euch ziemlich einen Tag versauen, je nachdem, wo sie hinfliegen, gell? Also aufpassen. Auf keinen Fall so machen, wie ich das mache, wie alles, was ich mache, ihr nicht tun solltet. Ja. Gut, dann geben wir einfach mal Strom drauf. Bin mit der Belichtung runtergegangen, damit ihr noch was erkennen könnt. Ja, scheint zu funktionieren. Ich habe noch ein bisschen nachgemalt, wie jetzt hier genau die Leiterbahnen sind. Wir wollten noch mal kurz übers Flimmern reden. Und zwar habe ich, weil wir haben es ja, ich mache eher Dauerwerbesendung draus, ich habe eine Sony RX 4, mit der kann man 1000 Frames per Second aufnehmen. Bringt uns das was oder bringt das nichts? Naja, wenn man sich es genau anschaut, und zwar jetzt hier mit einem Frame per Second, sieht man, dass hier Segmente ein- und ausgehen. Das ist so, wie ich es erwartet habe. Und ich muss es nochmal kurz, glaube ich, erklären, weil ich kann echt nicht erwarten, dass ihr alle meine Videos guckt, obwohl ich das natürlich total super fände. Ich übertreibe es jetzt hier mal nicht mit der Akkuratesse. Das ist so ein Wort, das habe ich noch nie verwendet. Wenn ihr 230 Volt LEDs habt, also LEDs, die direkt an 230 Volt betrieben werden, dann ist der offensichtliche Weg, den man nehmen kann, dass man hier halt eine Wechselspannungsquelle hat, am besten noch einen Gleichrichter. Dann haben wir nämlich auch die 100 Hertz und das gibt jetzt wieder garantiert wunderbare Diskussionen in den Kommentaren. Also, das ist jetzt ein Gleichrichter. Full Bridge Rectifier. Und wenn wir jetzt den hier, ich mache schon mal vorsichtshalber einen Widerstand rein, direkt an die LEDs anschließt, dann passiert das Folgende. Wir haben hier eine Spannung, die hat hier zweimal so Bämpel macht. Das habt ihr jetzt 100 Mal pro Sekunde. Wie war das? Jedes Diagramm muss eine Beschriftung haben. Das ist U und das ist T. Und dann leuchten eure Leuchtdioden. Also zweimal in 20 Millisekunden. Das ist hier das Delta T. Wo ist das Problem? Naja, er kommt drauf. Je nachdem, wie viele LEDs man in Reihe schaltet, muss man hier einen Widerstand nehmen. Und die Spannung steigt ja hier immer bei dem Sinus hier. Also sie ist nicht konstant. Machen wir es mal so rum. Ihr habt einen Verlauf. Und jetzt geht es abzuwägen. Wenn ich sehr wenig LEDs nehmen würde, ihr könnt zum Beispiel bloß eine LED nehmen, dann wäre aber der Widerstand gigantisch. Oder man müsste eine andere Art der Strombegrenzung nehmen. Wenn man mehrere nimmt, dann wird die Effizienz größer, weil man weniger Wärme in dem Vorwiderstand verbrät, der ja im Prinzip die übrige Spannung hier verbraten soll. Also kann es sein, dass man jetzt irgendeinen Kompromiss meldet und was weiß ich, ab hier fangen die LEDs zu leuchten an, ne? Dann hat man im Prinzip den Bereich, wo die LEDs leuchten. Das heißt, man hat hier, im zweiten ist es dann genauso, in diesem Bereich ist es dann 0 und in diesem Bereich steigt die Helligkeit. Ne? Und ihr könnt euch so ungefähr an die Kurve erinnern, wie wir sie am Anfang haben. Da ist ein Problem, weil
beim Flimmern geht natürlich nicht nur ein, wie oft geht es aus pro Zeiteinheit, ne? Das ist das Flimmern, das man wahrnimmt oder auch nicht, da können wir jetzt extra diskutieren, sondern wie dunkel ist es denn überhaupt dazwischen? Und bei einer Glühbirne ist es halt so, dass durch die thermische Trägheit das dann eher so, und das stimmt jetzt nicht ganz, aber ihr versteht, was ich meine, ne? Wenn das hier 0 ist und wir hier die Helligkeit auftragen, dann sinkt die Helligkeit nicht ganz auf 0, weil eben der Glühdraht eine thermische Trägheit hat. So, und worauf will jetzt der Kerl raus? Clevere Leute, die sparen wollten, aber dann doch wieder ein vernünftiges Ergebnis erzielen wollten, sind dann auf die Idee gekommen, Moment, man könnte hier ja die Stränge einzeln ansteuern. Also im Prinzip jetzt muss ich hier eine andere Farbe holen, in diesem Anlaufbereich nehmen wir eine kürzere Kette, ne? Also den Bereich hier. Und später schalten wir einfach Bereiche dazu. Also wird hier, ihr versteht, ne? Der Anfangsbereich des Sinus betrieben hier und es sind jetzt, das ist jetzt hier beispielhaft, mehr und mehr. Und das ist genau das, was wir in dem Zeitlupenvideo sehen. Segmente werden dazu geschaltet. Auf dem ersten Blick clever und auf dem zweiten Blick, ja, gut oder nicht gute Idee. Ich sag's mal ganz primitiv. LEDs, die direkt an 230 Volt betrieben werden, ohne richtige Vorschaltgeräte, sind Murks. Murks deswegen, weil sie immer mit diesen 100 Hertz flimmern. Und das ist schlecht. Stroboskopeffekte und so weiter und so weiter. Zum Filmen sind sie auch blöd, habt ihr ja gerade gesehen. Ist immer Murks. Spart aber viel Geld. Und unter uns Pfarrerstöchtern, wenn sie wenigstens für eine Außenlampe gescheit funktionieren würden und dann nach einer gewissen Zeit nicht so aussehen würden, wäre es ja noch einigermaßen okay. So, jetzt Zeitlupen. Aufnahme hin oder her. Kann ich das beweisen, was ich hier sage? Weil ich kann ja alles Mögliche sagen. Das kann ich sowieso und ich rede ja auch zur Not. Upsala. Ich rede ja auch zur Not viel, wenn der Tag lang ist. Und ihr kennt ja den Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man probiert es. Netzspannung, da haben wir schon mal drüber geredet. Deswegen hier der Trenntrafo und ihr seht nur die eine Hälfte des Trafos. Sage ich jetzt auch gleich, weil das ist ein Variac und davor ist noch ein richtiger Trenntrafo. Also ist es technisch falsch, das hier als Trenntrafo zu bezeichnen. Ihr wisst ja, was ich meine. Dann stecken wir mal rein. Und das ist blöd, weil da passiert nichts. Ich drehe jetzt hier mal die Spannung hoch. Und da sieht man, ich mache mal die Beleuchtung rundherum ein bisschen weniger. So. Erstmal, es flimmert wird sau. Und ja, da gehen Segmente an. Jetzt ist der Moment, wo ich einen Kunststoffstift in die Hand nehme. Ihr könnt euch denken, warum. Die sollten sich eigentlich alle gleich verhalten, tun sie aber nicht, weil die Durchbruchspannungen der LEDs unterschiedlich sind. Das ist nicht super, aber ist halt so. Und ich habe ja vorher schon im Prinzip nachgewiesen, dass wir drei Segmente haben. Hier deshalb wird der eilt arg nach. Das kann jetzt damit zusammenhängen, dass der andere Schwellen hier definiert, der Treiber, die Treibergruppe hier, oder dass eine von den LEDs sich einfach ein bisschen damisch verhält. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen Licht an. So, damit wird das Bild etwas gleichmäßiger. Und ich muss nachher mit der Belichtung runtergehen, weil sonst erkennt sie nämlich gar nichts mehr. So, jetzt seht ihr noch Segmente, wir sind ungefähr bei 100 Volt. Und ihr seht, dass da schon ja ziemlich viel an sind. Und jetzt suchen wir den Punkt, wann das nächste Segment zugeschaltet wird. So, und das ist jetzt hier ungefähr bei 130 Volt. Da seht ihr, dass in den drei Hauptsegmenten hier, ich hoffe, man erkennt das einigermaßen, ein Segment dazugeschaltet wird. Auch wenn es flimmert wie Sau. So, und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt sind wir bei 160 Volt. Und auch jetzt werden hier Segmente zugeschaltet. Und auch mal dieses Segment im Hintergrund, also dieses gesamte Segment mal beachten. Ich drehe nochmal runter und wieder hoch. Ja, also das hängt ab Breckerl hinterher. So, und jetzt sind wir bei der maximalen Spannung bei den meisten. Und ihr seht hier, das letzte hängt auch hinterher. Und man sieht hier natürlich auch heller werden. Die sind halt freigeschaltet und dann sind sie halt so in dem Bereich, wo der Stromfluss langsam sich steigert. Ne? Also perfekt ist es nicht, aber es ist eine ganz interessante Lösung für das Problem. Jetzt erst einmal den Trenntrafo aus und steck heraus. Jetzt werden einige fragen, Moment, ist das hier, was ich da getan habe, dieses Brücken der LEDs, ist das gut, schlecht, also good, bad or ugly? Es ist auf jeden Fall ugly. Das hier sind Stromtreiber. Jetzt kann man die ganze Geschichte dadurch rechtfertigen, dass man sagt, naja, der Stromtreiber, der richtet sich schon danach, wie viele LEDs da drin sind. Machen sollte man es nicht. So, gefechtsmäßige MacGyver-Sache müsst ihr selber beurteilen, ob das eine gute Idee ist. Die Statistik spricht natürlich dafür,
dass das nicht lange gut gehen wird, weil wir haben jetzt hier 4 Segmente und davon hatten 3 einen Aussetzer. Also wird es wahrscheinlich statistisch so sein, dass es nicht sehr ewig lang auf sich warten lässt, bis eben die nächsten kommen. Auch sieht man, wenn man hier genau guckt, dass man hier so eine leichte Gelbfärbung hat. Also das Ding hat schon Probleme, die Wärme wegzukriegen. Und jetzt kommen wir zum wirklich interessanten Teil, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue. Jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut mit der Wärmeleitpaste. Der Schraubendreher passt nicht. Ich habe übrigens Bemerkungen gekriegt, warum ich mit der Uhr an elektrischen Schaltungen rummache. Und dass das ja ganz, ganz, ganz gefährlich, Schmuck und bla und Metallteile und so weiter bla ist. Damit habt ihr recht, das ist das, was ich auch allem raten würde. Aber eins solltet ihr vielleicht berücksichtigen bei der ganzen Geschichte. Ich fasse nicht in Schaltungen, die an Strom liegen. Wenn ich das tue, habe ich an sich schon einen Fehler gemacht. Also ich. Und ich schaffe ja nicht in Schaltanlagen, wo ich rankommen kann durch ein Versehen. Ja, gerade vorhin habe ich mit dem Plastikbämbel darin gezeigt, aber er kommt drauf, es war mit der rechten Hand. Also, da könnt ihr euch jetzt drüber aufregen, aber ich mache das so, fertig. Ach, das sind ja einlackierte. Die haben sie weiß lackiert. Das ist eigentlich sogar so reflexionsmäßig, könnte man sagen, ganz eine gute Idee. Oder haben sie da einfach nur drüber lackiert? I don't know. Also wenn es jetzt hier nicht gleichmäßig eingeschmiert ist, dann wäre das vielleicht eine Erklärung. Na, es... Okay. The good, the bad or the ugly. Was sagt ihr? Also sie haben es versucht, würde ich mal sagen. Aber hier... Da sieht's mau aus. Weil egal, wie man zur Wärmeleitpaste steht, ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich mich sehr unbeliebt gemacht habe, wo ich gesagt habe, zu viel gibt's quasi nicht. Eher nur zu wenig. Und hier ist also eindeutig zu wenig, weil es ist ja nicht mal auf der anderen Seite angekommen. Kann natürlich sein, dass die Schrauben blöd platziert sind und es hier auch keinen Anpressdruck gab. Also wir haben hier schlechte Verbindung. Und auch hier und hier. Und hier oben. So. Z5-Wall. Ich möchte bloß nicht meine Geräte hier versauen mit dem Klump da. So, jetzt halte ich es einfach mal hin. So, jetzt ist die Korrelation schwierig. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man, ja, das ist eine Confirmation Bias, nennt man das. Hier und hier und hier sind kaputte. Hier ist auf jeden Fall keine Wärmeleitpaste. Hier auf jeden Fall auch ein schlechterer Bereich. Hier, na, da würde es eigentlich, und hier ist der, also, da würde es eigentlich noch gehen. Während das Segment hat ja einigermaßen funktioniert, aber auch hier wären, zumindest, da wären zwar jetzt Kontaktpunkte gewesen, aber auch hier ist die Wärmeleitpaste eher schlecht. Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt vielleicht eine Korrelation, Kausalität eher nicht. Wenn man so ein Ding jetzt hier brücken würde, dann würde ich das erstmal nochmal großflächig mit Wärmeleitpaste einschmieren, um zu sehen, was dann passiert. Genau, das ist jetzt ein Experiment, das könnte man machen, aber ehrlich gesagt ekelt es mich vor dem Ding und vor dieser Menge an Wärmeleitpaste. Falls ihr so einen Stahler habt, achso, ihr dürft ja an Netzspanner nichts machen. Also, aber falls ihr jemand kennt, einen guten Freund, ne? Und ihr habt diesen Strahler. Ich zeige euch nochmal das Schild. Also falls ihr so einen habt, dann wäre es interessant, ob ihr die ähnliche Pumpe habt. Weil dann könnte man natürlich schon überlegen, ob man das großflächig einschmiert. Weil dann wäre das Ding vielleicht, also von der Lebensdauer her, würde es dem wahrscheinlich gut tun. Denke ich jetzt mal. Was man natürlich auch noch erwähnen muss, wenn man es richtig, richtig machen will. Und nicht so eine Murkserei. Ihr könnt natürlich da auch richtige LEDs als Ersatz einlöten. Aber das ist meiner Erfahrung nach ein Mordsgezeter und lohnt den Aufwand nicht. Das hier ist hier, wie gesagt, die gefechtsmäßige MacGyver-Lösung. Okay, war mal wieder ein richtig schönes LED-Video. Jetzt muss ich mich mal loben. Könnt ihr aber auch gerne in den Kommentaren weitermachen. Also, das mit dem Loben meine ich. Ich hoffe mal, dass noch nicht alle von euch eingeschlafen sind. Ich wollte bloß alle, die es interessiert, daran erinnern. Noch, und ich weiß noch nicht, wie lange ich das aufrechterhalte, läuft das Podcast-Experiment. Ihr könnt es unten in der Videobeschreibung gucken. Da könnt ihr die reinen Laberfolgen auf jeden Fall als Podcast runterladen. Warum ich da ein bisschen drauf dränge, ist, damit ihr nachher nicht sagt, ich habe nichts davon gewusst, weil ich das wahrscheinlich so bis Mitte des Jahres aufrechterhalten werde. Und dann machen wir mal Sturz. Also jetzt nicht Kassensturz, sondern Statistiksturz und schauen, ob das weiterläuft. Und jetzt könntet ihr natürlich fragen, warum macht ihr so ein Gezeter? Ganz einfach, weil das Geld kostet. Ganz total simpel und im Moment stehen die Aufrufzahlen in keinem Verhältnis zu den Kosten. Und ihr könnt auch gerne dazu was sagen, wenn ihr sagt, Podcast brauche ich nicht, ist mir wurscht, ich habe YouTube Premium, bla bla, ich kann mir das auch so runterladen. Auch das ist hilfreich, weil es geht
ja teilweise auch um das Arbeitsgeschieß des Smart. Das sind halt wieder ein paar Arbeitsschritte mehr. Ansonsten, ihr wisst ja, unten in der Videobeschreibung ist alles mögliche andere. Also wir haben auch einen Patreon, ihr könnt den Kanal direkt jetzt über YouTube-Kanal Mitgliedschaften unterstützen und so weiter. Ne? Also das habt ihr, glaube ich, wie gesagt, wenn das euch interessiert. Und wenn ihr Fragen zur Ausrüstung habt, bevor ihr da große Anfragen stellt, schaut es vielleicht mal unten in der Beschreibung, da gibt es einen Link auf meine Homepage. Da ist einiges verlinkt. Wenn es nicht aktuell ist, meldet euch. Bis zum nächsten Mal. Servus.